Idyllisch liegt er da, der Flugplatz des Markgräfler Luftsportvereins. Und es ist einiges los auf dem Gelände, denn in den Pfingstferien hat wieder das traditionelle Segelflugtrainingslager stattgefunden. Organisiert wurde dieses Trainingslager, wie in den vergangenen Jahren, vom ersten Vorsitzenden Arno Breitenfeld. Sein Motto: Früh übt sich, wer ein Segelflugmeister werden will. Die Flugschüler, Flugschülerinnen können mit 14 Jahren anfangen. Sie können schon vorher anfangen als passives Mitglied, einfach dabei zu sein, aber die Flugausbildung darf frühestens mit 14 Jahren beginnen. Nach oben gibt es keine Grenzen, das entscheidet der Fliegerarzt. Die nächste Begrenzung wäre dann 16 Jahre. Ab diesem Datum, 16. Lebensjahr, können Sie frühestens den Luftfahrerschein erwerben mit allen Prüfungen. Aber da die Ausbildung in aller Regel sowieso 2 bis 3 Jahre geht, passt es ja genau. Wenn jemand mit 14 anfängt, hat er frühestens mit 16 alle Prüfungen zusammen. Es gibt natürlich noch günstigere Sportarten. Natürlich, das Fliegen kostet etwas. Solche Flugzeuge, wie hier stehen, haben einen gewissen Wert. Der Verein muss die anschaffen, unterhalten. Aber eine Ausbildung zum Luftfahrzeug- oder Segelflugzeugführer kostet ungefähr genauso viel wie ein Autoführerschein. Und pro Jahr sind vielleicht Kosten in der Größenordnung, sagen wir, maximal 800 bis 1000 Euro. Und damit kann man die ganze Fliegerei, Segelfliegerei im Verein abdecken. Wenn jemand kommt, Interesse äußert, dann machen wir das immer quasi zum Vorschlag. Flieg doch einfach mal mit. Und zwar nicht nur einfach schnell mitfliegen, sondern den ganzen Tag hier sein. Weil das Wichtigste am Fliegen ist die Zeit, die man mitbringt. Weil Fliegen, Segelfliegen im Verein ist sehr zeitintensiv. Und einfach mal mittags rauskommen, einen Schnupperflug machen, dann wieder gehen, ist toll. Widerspiegelt aber nicht das, was hier draußen gelebt wird, gelebt werden muss, damit wir in die Luft kommen. Also man sollte dann schon mal einen ganzen Tag da sein oder ein ganzes Wochenende, ein Schnupperwochenende. Da kann man dann auch sehr vergünstigt so einen Schnupperflug für 5 Euro machen und dann einfach mal dabei sein. Die Besonderheit am Segelfliegen ist die Abhängigkeit irgendwo vom Wetter, von der Natur. Bei gutem Wetter können wir wunderschöne Flüge hier von Mülheim aus machen. Die weitesten Flüge gingen von hier bis nach Heidelberg bzw. Augsburg und wieder zurück. Flüge von 5, 6, 7 Stunden sind keine Seltenheit. Und das ist das Besondere, sich mit der Thermik hochzuschrauben, völlig lautlos zum Feldberg fliegen, Titisee auf die Schwäbische Alb, dann dort stundenlang fliegen und am späten Nachmittag abends wieder zurück. Das ist das Schöne, das Faszinierende. Herr Breitenfeld, es sieht nicht wirklich bequem aus. 5 Stunden lang so sitzen, tatsächlich ist es Ihr Ernst, dass das bequem ist? Das ist sehr bequem. Es sieht jetzt wirklich im Moment nicht so bequem aus, aber wenn man sich mal eingefunden hat, sich ein bisschen richtig reingesetzt hat, nach einer gewissen Zeit ist es wirklich sehr bequem. Jetzt geben Sie uns doch mal einen kurzen theoretischen Einblick in die Armaturen. Wir haben hier sehr viele Instrumente und ja, auf gut Deutsch heißt es bei uns ein Uhrenladen. Wir haben hier mal mit das wichtigste Instrument auf der linken Seite, der Geschwindigkeitsmesser, der zeigt in Stundenkilometer an, durch Farbkennzeichnung beschriftet. Das Flugzeug ist zugelassen für Geschwindigkeiten als Mindestgeschwindigkeit ca. 70 Stundenkilometer. Drunter kann das Flugzeug gar nicht fliegen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 270 Stundenkilometer. Dann haben wir in der Mitte ein Variometer, das zeigt uns die Thermik an. Das heißt, ob das Flugzeug steigt oder ob es sinkt in Meter pro Sekunde. Rechts der obligatorische Höhenmesser. Die drei Instrumente hier ist das gleiche wie das hier, ein Variometer. Oben vorne noch ein Kompass, damit wir wissen, in welche Richtung wir fliegen. Und hier noch ein sogenanntes Antikollisionsgerät, damit wir sehen, wo noch ein anderes Flugzeug ist, ob da Kollisionsgefahr besteht. Die Pedale sind für das Seitenruder ganz hinten am Heck, um Kurven zu fliegen. Ich bewege das mal kurz. Damit kann ich Seitenruder links, eine Linkskurve fliegen, Seitenruder rechts, eine Rechtskurve fliegen. Und damit das Flugzeug dann schön elegant durch die Kurve fliegt, habe ich noch auch hier den Knüppel. Mit dem Knüppel links und rechts wird das Querruder außen an den Flächen bewegt. Mit dem Knüppel ziehen oder drücken wird das Höhenruder am Heck des Flugzeuges bewegt. Damit macht das Flugzeug Nickbewegungen nach unten oder nach oben. Wir haben immer Ziele, immer Visionen. Das braucht es einfach. Man braucht Ziele, um darauf hinzuarbeiten.